Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Dwomaninen Doppel anzunehmen bei Traumweber im Schlund an dieser Position. Diese Quest gehört zum Nachtfee-Angriff. Nehmt die Quest mal an. Nun heißt es, helft Dwomanin Aliote, den Tigel der Verdammten zu befreien. Und als zweites, helft Dwomanin Tashmur, Lord Dvetal oder Dvetnal, zu besiegen. Dwomanin Aliote ist gleich hier oben. Mit der darf man mitlaufen und auf die Mobs hauen, dadurch füllt sich diese Leiste. Machen wir gleich mal. Natürlich dauert das Ganze ein bisschen. Die Mobs halten einiges aus. Cooldowns werde ich jetzt nicht nutzen. Es geht wesentlich schneller, wenn mehr Leute diese Quest in diesem Questgebiet machen. Ich befinde mich allerdings auf dem PTR, da ist ziemlich wenig los. Hier sind wieder Gegner gespawnt, sehr gut. Gleich mal ein Cooldown. Und ihr seht, diese Gegner bekommen so Schilde. Die muss man jedes Mal weghauen. Ich habe keine Ahnung, wie man die verhindert bzw. unterbricht. Und ich habe auf dem PTR gar nicht mehr so viel Zeit, um das zu testen. Deshalb haue ich einfach drauf und haue diese Schilde weg. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, der Schleier. Okay. Anscheinend ist das so eine Art Schleier, beziehungsweise so heißt der Cast. Okay, ich glaube, diese Mobs können hier nichts casten. Okay, ich passe mal hier auf. Ich glaube, das sind die mit dem Flyer. Seelenschlag, egal. Essenzdiebstahl. Ah, Essenzdiebstahl macht auch das Schild. Kann man auch unterbrechen. So, 54%. Das Ganze ging ziemlich flott. Jetzt, glaube ich, muss man warten, bis Aliote weiterläuft. Und dann werden, glaube ich, erst wieder Gegner kommen. Ah nein, sogar jetzt. Sehr cool. Dann geht es flotter als gedacht. So, den Mob habe ich erledigt. Ziemlich flott. Sind schon bei 60%. Genial. Seelenschleier habe ich mal unterbrochen. Ich glaube, das war ein Schild. Ja, oder? Jetzt bufft er sich. Oder sie sich. Ich glaube, das ist eine sie. Und mit der nächsten Welle an Gegner müssten wir es auch schon geschafft haben, also den Balken auf 100% zu bringen. Dadurch ist aber die Quest noch nicht fertig, denn wir müssen noch Dwomanin Tashmur helfen. Das, glaube ich, geht wesentlich schneller, als Dwomanin Aliot zu helfen. Und 90%. Ja, das sollte man demnächst gleich fertig sein. Die Mobs müssten auch dazu zählen. 96%. Okay, das ist abgehakt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, während ich zu Dwomanin Tashmur laufe. Und zwar in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde es voll toll finden, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da ist auch schon ein bisschen los. Mit euch zusammen wäre allerdings mehr los. Das würde ich voll toll finden. Und ich zähle auf euch. Ich hoffe, ihr schaut da mal vorbei. An dieser Stelle ist dieser Lord Dvetnal. Vor ihm weggehen, wenn er das macht.
kann hier auch die Map aufmachen. Allerdings nicht sehr lange, denn ich werde ja gehauen. Diese Kugel am besten schnell zerstören, weil die stunnen euch ein bisschen. Und sobald der Mob besiegt ist, heißt das, trefft Lord Herne auf der Brücke über der heranwachsenden Dunkelheit. Da ich die Quest einzeln aufgenommen habe, glaube ich, ist Lord Herne nicht an der korrekten Position. Genau, der ist noch da unten. Aber wenn ihr alle 4 Quests von diesem Paktangriff angenommen habt und alle erledigt habt, müsste sich Lord Herne am Anfang von dieser Brücke befinden und hier könnt ihr bei ihm die Quest abgeben. Auch wenn ich euch das nicht jetzt zeigen konnte, wo man genau die Quest abgibt, außer nur in diesem Bereich, hoffe ich dennoch, dass euch mein Video geholfen hat. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und/oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in der Videobeschreibung Link zum Twitch-Kanal. Eizocke, Ende.